So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt hier im Frankfurter Volksbankstadion. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Bei uns hier vorne unser Geschäftsführer Clemens Krüger und der neue FSV-Cheftrainer Falko Götz. Eine kurze Bitte noch, wir haben nachher sicherlich noch die Gelegenheit für das ein oder andere Foto oder auch für ein Pool-Interview. Deswegen würde ich hier vorne auch die Kollegen Fotografen bitten, entweder das Blitzen einzustellen oder zumindest ohne Blitz zu knipsen. Würde ich sagen, legen wir los mit unserem Geschäftsführer Clemens Krüger. Du hast das Wort. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen im Namen des Präsidiums und des FSV Frankfurt. Trainerentlassung oder Trainerfreistellung sind immer eine unangenehme Aufgabe für einen Verein. Natürlich verbindet man damit immer die Hoffnung, dass man bei der Trainervorstellung in ein besseres Fahrwasser kommt. Das ist auch diesmal natürlich der Fall. Wir haben gestern bereits vielen Medienvertretern auch einiges schon gesagt. Wir haben natürlich heute auch andere Medienvertreter vor Ort, die vielleicht gestern noch nicht zugegen waren oder die vielleicht auch noch nichts darüber berichtet haben. Nochmal kurz zum kurzen Ablauf, um das auch dann zu vervollständigen. Wir haben uns im Präsidium und in der Geschäftsführung nach dem Spiel, nach dem 1:4 in Bochum zusammengesetzt. Wir haben an der Stelle natürlich auch in den letzten Wochen oftmals zusammengesetzt oder zusammengesessen. Wir haben dann für uns in der Analyse die Entscheidung getroffen, die uns auch nicht leicht gefallen ist, dass wir den Thomas Oral von seinen Aufgaben entbinden. Wir haben dann an der Stelle den Thomas abends in einem vertraulichen Gespräch informiert darüber. Natürlich war er über den Schritt nicht begeistert und auch enttäuscht, aber an der Stelle ist das das Tagesgeschäft Fußball, was letztendlich nur Ergebnisse zulässt. Wir haben an der Stelle am gleichen Tag auch die ganze Zeit aus verschiedenen Gründen gesagt, dass wir medial noch keine Meldung am Samstagabend machen werden. Das hatte auch den einfachen Grund, dass wir die Mannschaft vorerst oder vorab informieren wollten. Das wäre nicht gut gewesen, wenn die Mannschaft dort vorab nicht informiert geworden wäre. Wir haben gestern zur Mannschaft gesprochen, natürlich auch einige eindringliche und ernste Worte an die Mannschaft gerichtet. Am Ende des Tages ist nicht nur ein Trainer an einer Situation schuld, sondern natürlich auch ganz gehörig eine Mannschaft, die gezeigt hat von der Qualität, dass sie es auch anders und besser kann. Wir haben daraufhin in der Pressemitteilung dann um 10 Uhr die Freistellung vom Thomas Oral in Bindung seiner Aufgaben kommuniziert. Wir haben da an der Stelle zur heutigen PK eingeladen und haben auch immer gesagt, wir kommentieren keine Namen. Wir haben das in den letzten Wochen immer so gehalten. Es sind ja mehrere Namen, die rumgegeistert sind, vom Kostas Rujanić bis über Ralf Lohse. Irgendwann war dann der Riecher der Journalisten, aus welchen Gründen auch immer, der Richtige, dass es der Falko Götz war. Wir haben für uns ein klares Profil gehabt. Wir haben ein klares Profil für den neuen Trainer gehabt, dass wir gesagt haben, wir brauchen jemanden, der eine positive Ausstrahlung hat, der bissig ist, der die Aufgabe kennt, der Erfahrung in der zweiten Bundesliga hat, der auf jeden Fall auch richtig geil auf diese Aufgabe ist, der diese Aufgabe auch meistern will und wird. Und das hat dann am Ende des Tages für uns ganz klar auch den Ausschlag gegeben, dass wir den Falko Götz mit dieser Aufgabe ganz klar einvernehmlich vertrauen und ihm die übertragen. Und von daher sitzt der Falko heute hier. Wir haben momentan einen Negativlauf, das lässt sich nicht verleugnen. Wir haben nach dem 13. Spieltag 18 Punkte gehabt. Das ist vielleicht am Ende des Tages gefühlt die halbe Miete. Wir sind danach aus verschiedenen Gründen leider in einen Negativlauf geraten, der mit Sicherheit durch die Ereignisse der letzten Woche oder Wochen nicht besser geworden ist. Wir haben immer noch in den letzten Tagen und auch Wochen die Zuversicht gehabt, dass der Tommy die Kurve bekommt. Sonst hätten wir an der Stelle auch diese Entscheidung früher getroffen. Da hat es auch nichts mit irgendwelchen Freundschaftsdiensten zu tun oder
irgendwelchen Dingen, die dann vielleicht in einer Fußballromantik liegen, sondern alleine darin, dass wir der Meinung waren, der Thomas kriegt die Kurve, weil letztendlich auch noch die Leistung der Mannschaft in vielen Spielen auch der Rückrunde nicht so schlecht waren. Am Ende des Tages haben wir aber gesagt, wir kommen in ein Fahrwasser, was negativ ist. Wir sind die schlechteste Rückrundenmannschaft. Die Statistiken sind ja heute in allen Zeitungen an der Stelle auch eindeutig gewesen, dass wir die wenigsten Chancen herausspielen, dass wir die schlechteste Heimmannschaft sind. Jetzt könnten wir natürlich an der Stelle auch wiederum positivere Zahlen herausziehen und sagen, wir sind nach wie vor in der Torverwertung relativ effektiv, aber es bringt jetzt auch nichts. Jetzt bringt oder geht der Richter oder der Blick nach vorne. Wir haben 5 wichtige Spiele vor der Brust und der Falco Götz hat da unser 1000%iges Vertrauen, dass er die Situation meistern wird. Vielen herzlichen Dank. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir doch alle gespannt auf das erste Statement des neuen FSV-Cheftrainers Falco Götz. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, guten Tag erstmal alle zusammen. Wir haben jetzt eine ganze Weile viel Negatives gehört. Ich denke, wir sind alle darüber uns im Klaren, dass wir das drehen wollen. Ich denke, ich will das anpacken und da hat der Clemens absolut recht. Ich bin heiß, ich bin bissig und ich bin überzeugt davon, mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Wir haben die Situation gerade sehr, sehr deutlich gehört, aber ich sage auch, das Positive in der Situation ist, wir haben es selber in der Hand. Wir haben eine absehbare Zahl von Spielen, wir wissen, welche Gegner auf uns zukommen und wir sind davon überzeugt, dass die Mannschaft die Stärke hat, diese Aufgaben zu lösen und in der Liga zu bleiben. Ich möchte dazu meinen Beitrag leisten, meinen Teil dazu beitragen, dass diese Mannschaft wieder mit mehr Selbstvertrauen spielt, dass diese Mannschaft wieder an sich selber glaubt. Ich habe die Statements der Spieler gelesen nach den letzten Spielen. Ich möchte sie dazu führen, dass das auch endlich umgesetzt werden kann auf dem Platz. Und dazu haben wir 5 Spiele Zeit. Ich denke, es ist jetzt für mich sehr, sehr wichtig, möglichst schnell diejenigen kennenzulernen, die involviert sind in diese ganze Geschichte. Das fängt sicherlich an mit dem Staff, an Trainern, an Physiotherapeuten, mein Funktionsteam. Natürlich auch die Spieler, obwohl ich da sagen muss, dass ich sehr, sehr viele kenne, weil ich habe selber bis vor nicht allzu langer Zeit in der zweiten Bundesliga gearbeitet, kenne die meisten Spieler und möchte mir so schnell wie möglich ein Bild davon machen, was wir am Freitag im Endeffekt vorbereiten müssen. Und es ist natürlich auch klar, wir werden sicherlich versuchen, jetzt die nächste Zeit dazu zu nutzen, uns miteinander einzuarbeiten. Wir haben nicht viel Zeit, das wissen wir, aber ich denke auch, und das hat der Clemens gesagt, ich habe genug Erfahrung im Fußball, ich habe viele Situationen selber als Spieler und als Trainer erleben dürfen, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, mit denen auch die Spieler leben können. Und ich sage mal, dem wird jetzt in den nächsten 4 Wochen sicherlich alles untergeordnet sein. Und ich hoffe, dass möglichst viele, die diesem Verein nahestehen, im Endeffekt die Sache genauso sehen, uns zuarbeiten, mitarbeiten, um im Endeffekt das Ziel zu schaffen, in der Liga zu bleiben. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir zu euren Fragen. Wenn es welche gibt, wie immer, kurzes Handzeichen und dann kommt das Mikrofon. Benjamin Holler, RTL. Herr Götz, hallo. Für was steht der FSV für Sie? Also was glauben Sie, was macht dieses Image aus für diesen Verein? Was muss jeder quasi vom FSV wissen? Ich kenne Clemens schon sehr, sehr lange und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie oft ich mit anderen Mannschaften mir gegen den FSV die Zähne ausgebissen habe. Es war immer unangenehm, es war eklig, gegen den FSV zu spielen. Es lag an der Spielweise, man war immer kompakt, man ging über die Zweikämpfe, man hat schnell gegengespielt, Konter gesetzt gegen Gegner. Es war immer gefährlich, gegen den FSV zu spielen. Und ich denke einfach, das ist eine große Charakteristik, dass es eben nie schön war, gegen den FSV zu spielen. Und genau das müssen wir wieder erreichen, dass sich die Gegner an uns die Zähne ausbeißen, dass wir unsere Chancen haben. Ich denke, das Spiel in Bochum ist so ein bisschen so Fingerzeig auch auf das, wo wir wieder hinwollen, weil die erste halbe Stunde war in Ordnung. Die erste halbe Stunde war die Mannschaft gefährlich gewesen. Sie hat sogar das 1-0 gemacht.
Aber das dauerhaft hinzukriegen, dass man an sich glaubt, dass man kompakt steht, dass man weiß, wofür man arbeitet auf dem Platz, das ist das, was wir möglichst schnell erreichen wollen. Manni Schäfer, Bild Frankfurt. Wie lange läuft der Vertrag? Bis zum 30.06. Ist eigentlich eine Klausel drin, dass er sich verlängert? Wir haben über nichts anderes gesprochen als über 5 Spiele, weil ich glaube einfach, diese Fairness muss man haben. Es ist eine Aufgabe, die schwer genug ist. Und dem wollen wir uns jetzt stellen, dem wollen wir uns konzentrieren. Ich denke, es sind nur noch 4 Wochen. Und ich sage mal, über andere Dinge dann zu sprechen, da haben wir noch genug Zeit. Aber jetzt gilt es, sich komplett zu fokussieren auf diese 5 Spiele. Sonja Pahl von unserem Medienpartner Hitradio FFH. Inwieweit haben Sie denn, Sie haben ja bis März noch in Saarbrücken gearbeitet, inwieweit haben Sie denn den FSV die ganze Saison über überhaupt verfolgen können? Ja gut, also so weit ist Saarbrücken jetzt auch nicht von Frankfurt weg. Andersrum, ich bin Abonnent von Sky, bin nach wie vor Fußball interessiert, gehe durch sämtliche Ligen und gucke mir Fußball an. Also das ist, glaube ich, einfach eine Grundlage dieses Berufes, dass man sich immer wieder orientiert. Und natürlich auch verstärkt seit Anfang März in den Ligen, in denen ich selber gerne wieder arbeiten würde. Jörg Daniels, FAZ. Eine Frage an dich, Clemens. Kann man davon ausgehen, wenn Herr Götz den Klassenverbleib mit dem FSV schafft, dass er dann auch in der neuen Saison Trainer des FSV Frankfurt ist? Ich denke, der Falco hat es gerade auf den Punkt gebracht. Wir konzentrieren uns momentan ausschließlich auf diese 5 Spiele, die wir haben. Und darauf liegt der alleinige Fokus. Alles Weitere wird man dann sehen. Michael Helms, Frankfurter Neue Presse. Frage an Herrn Götzert. Wann kennen Sie den Clemens Krüger und wo haben Sie sich kennengelernt? Und ist das eine tiefergehende Freundschaft? Oder? Nein, also wir sind gut bekannt miteinander. Man hat sich hier und da auch in anderen Bundesliga-Stadien getroffen, weil ich sag mal, zu meiner Zweitliga-Zeit mit Erzgebirge Aue haben wir teilweise die gleichen Gegner gehabt, aber richtig kennengelernt haben. Also der erste Kontakt war bei Hertha BSC. Ich war Cheftrainer gewesen und wir haben uns damals, sind wir uns, glaube ich, im VIP-Raum über den Weg gelaufen und haben uns da bekannt gemacht und seitdem eigentlich auch immer wieder Kontakt. Jörg Hanau, Frankfurter Rundschau. Ja, herzlich willkommen, Herr Götz. Wie haben Sie denn den Samstag erlebt? Als Sky-Abonnent vor dem Fernseher oder auf der Gegentribüne in Bochum? Nein, ich habe mir das im Fernsehen angeguckt, weil ich finde sowas unanständig, wenn ein Trainer irgendwo jetzt schon angezählt ist, dass man sich da auch noch ins Stadion setzt. Also von daher war es mir klar, dass ich mich einfach am Fernsehen orientiere und natürlich dabei auch die Gelegenheit habe, noch andere Mannschaften zu sehen, die für uns im Endeffekt noch eine Rolle spielen können. Dann noch eine kurze Nachfrage. War Ihnen dann mit dem Schlusspfiff klar, okay, jetzt geht's los in Frankfurt? Ich meine, die Gespräche gab es ja vorher schon. Ich meine, Sie konnten sich ja darauf einstellen, was so, Sie kennen ja die Mechanismen des Geschäfts auch selbst zu Genüge, dass das dann schon auf Sie jetzt zukommt? Dass die Wahrscheinlichkeit groß war, war mir schon irgendwo klar. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Jörg Daniels. Ja, Herr Götz, hatten Sie schon mal eine Situation, eine Mannschaft an nur in Anführungsstrichen 5 Spieltagen zu betreuen am Saisonende? Schlimmer. Noch schlimmer, ja. Drei Spiele. Erzgebirge Aue. Und in einer Situation, die eben nicht so war wie jetzt, wo wir eigentlich noch alles selber in der Hand haben. Aber das spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle, weil der Fokus liegt jetzt auf FSV Frankfurt. Die Situation ist sicherlich nicht gut, aber sie könnte auch schlimmer sein. Ich weiß nicht, wie Sie es handhaben, aber werden Sie mit Thomas Oral in Verbindung sich treten? Also werden Sie mit ihm reden oder verbietet sich das vielleicht sogar in der Situation, jetzt zu sagen, eine Rücksprache zu halten? Ich glaube, es zeigt schon eine gewisse Geschlossenheit, dass im Augenblick mein Funktionsteam hinten steht, mit dem ich mich austauschen werde, die mir sicherlich mit den Informationen helfen können, die ich brauche. Aber andersrum sage ich auch ganz klar, ich weiß, dass Thomas Oral eine sehr, sehr große Sympathie für diesen Verein hat, dass er sicherlich, oder sagen wir, dass es auch in seinem Interesse ist, dass der Verein in der Liga bleibt. Ich wäre mir da nicht zu schade, auch anzurufen, wenn ich mir vorstellen müsste, es gibt eine Information, die ich nur von ihm kriege. Aber andersrum muss ich auch sagen, ich respektiere auch seine Situation im Augenblick. Wir waren alle als Trainer schon mal Vorgänger oder Nachfolger von irgendeinem Kollegen
Und deswegen glaube ich, dass ich in erster Linie jetzt mal die Leute kontaktieren werde, die unmittelbar noch mit dieser Aufgabe betraut sind. Zwei Fragen noch. Ist es denkbar, dass Sie vor dem Spiel gegen Paderborn ein Kurztrainingslager beziehen und werden Sie einen Assistenztrainer mitbringen oder ist er schon da? Ich habe mich entschieden, mit dem Verein zusammen in Absprache, dass wir im Augenblick im Funktionsteam nichts ändern werden. Dazu, also das zu Ihrer zweiten Frage. Und wir werden im Augenblick sicherlich viele Veränderungen im Tagesablauf haben, allein schon, weil der Cheftrainer neu ist. Aber an Kurztrainingslager ist im Augenblick nicht gedacht. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, ja, nochmal Jörg Daniels. Im Moment gibt es ja einen sportlichen Leiter, das ist Clemens Krüger, neben seiner anderen Funktionen. Gut, das ist jetzt eine hypothetische Frage. Halten Sie einen Sportdirektor an Ihrer Seite, einen sportlichen Leiter, also der nicht aus der Geschäftsführerie kommt, für sinnvoll generell? Oder wie stehen Sie dazu? Oder sagen Sie, ich als Cheftrainer arbeite auch gerne alleine und bin hauptverantwortlich für den sportlichen Bereich? Sehen Sie es mir nach, aber das sind jetzt im Augenblick alles perspektivische Fragen, die unmittelbar mit meinem Tagesgeschäft nichts zu tun haben. Und deswegen möchte ich mich da einfach um eine Antwort auch drücken. Ich habe ein ganz klares Profil für die letzten Wochen dieser Bundesliga-Saison bekommen. Und daran möchte ich mich jetzt halten. Und das zählt vielleicht dann als Antwort auch zu der Frage, was passiert im nächsten Jahr. Da kann man sich später mal unterhalten. Aber jetzt im Augenblick, glaube ich, ist die Konstellation absolut in Ordnung. Und ich denke, dass wir genügend Leute haben innerhalb des Clubs, die jetzt auch zuarbeiten möchten, damit wir einfach die Situation drehen können und uns in sichere Fahrwasser begeben können. Alle Fragen soweit beantwortet? Das sieht so aus. Dann haben wir sicherlich jetzt gleich für die Fotografen nochmal die Gelegenheit, hier vorne ein Foto zu machen. Die Kamerateams können sich ja schon mal bereithalten, wenn es noch Interesse an einem anschließenden O-Ton gibt. Ja, und dann würde ich sagen, besten Dank und wir sehen uns sicher noch die nächsten Tage. Bis dann, tschüss.